Ich glaube, es ist trotzdem einfach ein tolles Gefühl, ein anderes Leben in dir zu tragen. So eklig es auch klingt gerade. Ja. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Domis Quickie. Ich habe heute die Lina hier. Bester Name ever. Bester Name ever, ja, auf jeden Fall. Hallo. Hier ist ihre neue Single. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Dankeschön. Mega cool geworden. Und bei uns geht es jetzt so ein bisschen darum, wir sind ja beide schon sehr Mädchen-Mädchen. Weil ich ein Mädchen bin. Und die Jungs haben mit voll vielen Sachen Glück, wirklich. Die haben ihre Tage nicht. Das wollte ich jetzt, denke ich halt auch immer, ne? Oder? Also ja. Voll viele Sachen, was fällt dir ein? Ja, sie haben ihre Tage nicht. Ich, das ist schon mal, da fallen auch die ganzen Stimmungsschwankungen weg. Da fällt eigentlich so alles weg. Aber eigentlich bist du schon lieber ein Mädchen, oder? Ja, also ich würde nicht tauschen wollen. Ich meine, ich weiß nicht, wie es als Junge ist, aber auch wenn Jungs auch viele Vorteile haben, ich würde nicht tauschen. Deswegen jetzt mal Vorteile von Girls. Da ist mir einer gerade ganz spontan eingefallen, dass wir keinen Stimmbruch haben. Ja, es ist. Früher dachte ich mal, wir hätten das auch. Und ich habe dann gesagt, vielleicht bist du ja auch im Stimmbruch. Und sie so, nein, das haben Mädchen nicht. Und ich so, eigentlich, ich finde es wirklich schön, einfach ein Mädchen zu sein. Weil ich ein Mädchen bin. Allein schon, dass wir immer nicht in die fünfte Etage laufen müssen oder in die vierte, weil Zara ist, glaube ich, immer vierte Etage. Für unsere Klamotten. Wenn man shoppen geht. Ja, oder wir haben halt drei Etagen, Jungs haben nur eine. Sinn? Ja, so, okay. Ich meine, mein Freund geht auch super gerne shoppen und es regt ihn so hart auf, dass immer nur für mich die Sachen da sind. Und für die Jungs halt nicht, um tiefer mal zu gehen. Oh. Wenn man jetzt so mal an Baby, also an Kinderkriegen denkt. Ja. Aber ist schmerzhaft, aber ich glaube, es ist trotzdem toll, wenn du das Kind in dir hast. Ja, warum? Einfach, weil du glaubst... Die Bindung und so. Ja. Ich glaube, es ist einfach schön. Es ist auch als Vater total schön, keine Frage. Und ich will auch nicht damit sagen, dass das bei irgendwem eine größere Bindung hat oder nicht. Aber ich glaube, es ist trotzdem einfach ein tolles Gefühl, ein anderes Leben in dir zu tragen. So eklig das auch klingt gerade. Ja, krass. Ich habe es wirklich so noch nie gesehen. Ich dachte mir die ganze Zeit, eigentlich ist es so mega belastend, dass du den Schmerz hast und dass du ja am Anfang auch immer die bist, die aufstehen muss, weil du ja stillen musst und so. Ja, aber das denke ich halt auch, aber... Aber eigentlich ist es wirklich schon, glaube ich, toll. Und du bist auf jeden Fall immer safe, dass es dein Kind ist. Und das nicht stimmt irgendwie auch. Also so als Typ weißt du ja vielleicht manchmal nicht, ist es jetzt meins, aber wir sind das safe, gehört halt uns. Stimmt. Ja, stimmt. Das ist stimmt. So, ja, stimmt. Eigentlich gibt es da nicht so viel Zweifel. Aber ich finde, man kann sich schon ab und zu echt mal gut viel rausnehmen. Also. Das finde ich, ja, das stimmt. Ich also meine, dadurch, dass man halt auch so angesehen ist als so etwas, dadurch, dass es eh schon so anerkannt ist, dass Mädchen so sind, so doof es auch ist, können wir halt aber auch so sein. Irgendwie, ich glaube, Mädchen sind auch generell, was Streiten angeht, entweder das ist super krass, aber bei mir war es eigentlich immer so, am nächsten Tag, oh, wir sind beste Freunde. Ja, ja. Das ist ja eigentlich auch ganz gut, wenn es halt eine wirkliche Freundschaft ist. Ja, bei Jungs kriege ich es irgendwie nie mit, dass sie sich so richtig streiten. Ist doch aber auch nicht geil, wenn du dich nicht auseinandersetzt. Ja, nee. Also finde ich besser, wenn man es sich dann einfach sagt. Also Mädchen sind einfach geiler, oder? Weil ich ein Mädchen bin. Ja, ich weiß nicht, wie es ist als Junge, aber ich glaube, wir haben auch schon gute Vorteile. Also, aber du würdest ja nicht tauschen wollen. Nein, ich würde nicht tauschen wollen. Obwohl ich gerne mal einen Tag wäre ich schon mal gerne. Ey, ich wäre super gerne einen Tag mal. Das wäre mega. Was wäre das Erste, was du machen würdest? Ich weiß nicht. Wie gesagt, es gibt viele Sachen. Ich glaube, ich würde einfach mit meinen Jungs durch die Straße ziehen. Ich glaube, das Erste, was ich machen würde, ich würde es mir so krass gönnen, im Stehen zu pinkeln. Das würde ich sofort machen. Das ist auch ein Vorteil von den Jungs, ne? Ja, das ja, ist wir müssen immer an Raststätten anhalten und diese blöden Raststätten gehen nicht, sondern es müssen immer große Raststätten sein und bei denen, die springen einmal aus dem Auto raus und fertig ist. Und schütteln das kurz ab. Danke, Lina. Du hast gerne was mitgebracht, ne? Ja. Yay. Ich habe mein neues Album mitgebracht. Ego heißt es. Und wer dieses Album haben möchte, kann einfach irgendwas Nettes, am besten nett, in den Kommentaren kommentieren und dann würde sie mich verlost. Danke, dass du da warst. Das hat mich ganz sehr gefreut. Gerne, ich also, dich auch. Vorteile für Girls. Yay. Wir haben die Maus. Weil ich ein Mädchen bin. Aber wir lieben natürlich auch alle Jungs. Das stimmt. Tschüss. Tschüss. Ja, hey. Und hier gibt's wieder meine Singles der Woche für dich. Auf
der einen Seite habe ich Diana. Diana ist auf der Suche nach einem Männlein, 44 Jahre alt und kommt aus Leipzig. Und auf der anderen Seite habe ich den Lenny, 28 Jahre alt, wohnt in Schöneiche bei Berlin und auch auf der Suche nach seinem Traumprinzen. Wenn du einen von den beiden gerne kontaktieren möchtest, machst du es ganz easy auf jam.fm. Und falls du auch hier laden möchtest, schreibst du mich einfach mal an, eine Mail oder einfach bei Facebook. Alle Kontaktdaten findest du auch nochmal unter dem Video hier. Mehr von Domis Quickie checkst auf jeden Fall nochmal hier. Kayf und Tison sprechen über Probleme von Jungs in der Pubertät. Kayf hat seine Mama beim Sex gehört. Und das neueste Video von Jam checkst du hier. Domi, immer Montag bis Freitag, 10 bis 15 Uhr auf Jam FM.